Der FC St. Gallen hat heute Mittag die Verpflichtung eines neuen Spielers bekannt gegeben. Weil der Alevis noch mehrere Wochen verletzungsbedingt ausfällt, hat man einen neuen defensiven Mittelfeldspieler geholt. Von Austria Wien wechselt per sofort der 27-jährige Mario Leitgeb auf St. Gallen. Er hat in der höchsten österreichischen Liga über 180 Spiele gemacht. Zuerst bei Austria Lustenau, nachher bei Grödig und zuletzt bei Austria Wien. Ja, also ein klarer Sechser, das ist schon mal eine gute Voraussetzung für unser Spiel. Natürlich kann er auch in der Innenverteidigung spielen, hat er auch schon bei Austria Wien gemacht. Er war in Gröning natürlich ein Führungsspieler, sogar Captain, hat da dementsprechend auch gute Leistungen gezeigt, ist deshalb auch nach Austria gekommen und ich glaube, wir haben einen guten Spieler mitbekommen jetzt. War das ein Wunsch, auch einen Führungsspieler verpflichten zu können? Ja, Führungsspieler ist immer so relativ. Er hat es gezeigt, dass er in verschiedenen Mannschaften eben schon Führungsspieler war. Aber auch jeder Führungsspieler muss sich erstmal ein Standing erarbeiten. Aber ich glaube, er hat den Hang dazu und das ist schon mal eine gute Voraussetzung für uns. Am Sonntag gegen Sion ist der Mario Leitgeb aber noch nicht spielberechtigt. Dort müssen die richten, die zuletzt trotz einer starken ersten Hälfte gegen Thun verloren haben. Der Trainer rechnet sich gegen Sion Chancen aus. Wir wollen da hinfahren und wollen vernünftig erstmal auftreten, das ist klar. Wir wollen da anknüpfen, wo wir auch in der ersten Halbzeit angeknüpft haben und die zweite Halbzeit wollen wir weg haben. Da wollen wir es einfach besser machen und wenn wir das umsetzen können, was wir in der ersten Halbzeit gezeigt haben, auch über längere Zeit, am besten 90 Minuten, dann glaube ich, haben wir auch gute Möglichkeiten, was mitzunehmen. Wir wissen auch, dass natürlich einige Spieler angeschlagen sind und auch gesperrt sind bei Sion. Das ist auch eine Möglichkeit für uns, was mitzunehmen eben. Ansonsten wäre der Kader von Sion natürlich viel, viel reifer und erfahrener ausgestattet, als unserer im Moment ist. Aber wir werden uns nicht verstecken, wir werden unseren Plan durchziehen und hoffen auch, dass wir was mitnehmen.